Hallo Minecraft, willkommen zurück zu Minecraft Captive Folge 17. Ja, wir kommen richtig voran hier, so langsam aber sicher. Vielleicht soll ich aber den Schnee einfach mal noch abbauen, weil vielleicht brauchen wir den noch. Ich weiß es gerade nicht. Aber wir machen es einfach mal. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ja, ich bin motiviert, dass wir hier vorankommen. Und baue hier jetzt nochmal mein Haus ein bisschen außenrum frei. Vielleicht können wir auch die Farm nochmal vergrößern. Aber das ist so einiges an Blöcken, die da wegkommen. Ich hätte auch mal Bock, ja, einfach ein Langzeit-Bauprojekt zu starten, wo ich einfach ja, so eine Art Timelapse dann draus mache. Wo ich gerade hier anfange, da habe ich nämlich gerade die Idee gehabt, so einen Graben zu bauen. Vielleicht kommt ich irgendwann mal dazu. So, jetzt brauchen wir noch eine Spitzhacke. Spitzhacke haben wir nicht. Nein. So, Rinder ins schöne Hütchen. So, Stein, Sand, Erde, ja, was es halt auch immer hier gibt. Holz da rein, Sticks da rein, das da rein, das da rein. Guckt, Matten behalten. Da ist doch eine Spitzhacke. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir letztes Mal wirklich stehen geblieben sind. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar Tierchen. Das freut mich, das finde ich supi. Da ist reingefallen. Karotten sind auch fertig. Na, da kam aber nichts raus. Da kam nur eine. Apfel. So, noch Apfel. Ei. Ich gehe mal gerade hier rein. Ei. So, und dann, warte mal, wir Achievements müssen wir machen. Da war irgendwas von Co-Tripper. Ah, das habe ich schon. Ah, ich muss zwei Kühe vermehren. Einmal, zweimal, komm. Und, jawoll. Super. Achso, warte mal. Ei. Vielleicht kommt da ja noch eins raus. Nee. Okay, dann geh mal weg hier. Hühnchen. So, noch ein Achievement. Sehr geil. Aber ich glaube, wir sind jetzt gerade an der Blockgrenze. Das heißt, wir brauchen noch eins. Noch ein Achievement. Ah. Ei, habe ich gerade ein Pick's Fly, Fly a Pick off a Cliff. Was? Ah, Gold, das haben wir. Ein Gasträne. Ja, das Ende. So, Overkill requires Enchanter. Diamanten. Diamanten haben wir. Buch. Buch haben wir noch keins. Buch müssen wir uns machen. Ich hau mir erst hier wieder was bisschen weg, weil mich stört das immer, wenn da so viel Zeug drin ist. Also ein Buch müssen wir machen. Das heißt, wir müssen irgendwo mal Dings da finden. An der Kiste waren wir schon, oder? Ja. Habe ich schon leer geräumt. Aber irgendwo müssen wir jetzt noch Kisten finden. Da nicht. Und bis wir da hinten bei dem hier Zuckerrohr sind, das dauert auch noch ewig. Hat's. Fail! Ah.
So, machen wir doch einfach hier. Wo geht's denn hier weiter? Wo ging's denn hier weiter? Hä? Boah. Was geht hier? Nichts. Aber doch, wir hacken uns mal da durch die Wand. Vielleicht. Ach so, da gibt's schon gar nichts mehr. Okay, das war ein Fail. Hier. Okay. Aber warte mal, die eine Kiste. Ich habe doch irgendwo eine Kiste markiert. Die müsste man eigentlich jetzt erreichen können. Wie sieht's hier aus? Ja, da ist auch eine Potato, wieder ein Buch. Bauen wir hier immer selber alle Wege an. Ja, komm mal her hier. Hau zu! Hau zu! Hau zu! Hau zu! Komm her! Okay. Das war nix. Irgendwo war noch eine Kiste. Ich weiß, dass ich die mit einer Fackel markiert hatte. Ich glaube, hier ist es schon sogar. Ja, hier ist es. Ja, what? Diamond Hoe. What the hell? Hä? What? Was ist da explodiert, bitte? Hä? Da ist irgendwas explodiert, aber ich weiß nicht was. Und vor allem weiß ich nicht warum. Oh. War da eine Falle? Das würde ja passen, weil ich habe mich schon gewundert, weshalb da eine Diamond Hole ist. Ja, also das wäre ja Hammer, wenn hier Fallen drin sind. Und das Eisen nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ach, geh doch einfach weg hier. Hm. Gib mir ein kleines Rätsel auf. Wow. Wow, scheiße. So, dann müssen wir hier halt hochspringen. Hm. War sehr merkwürdig, finde ich. Und da ist auch noch mal eine Kiste. Aber da kommen wir nicht dran. Oh, Skeleton. Wow, Skeletten-Spawner. Scheiße. Scheiße, warum ist das so schnell? Stirb. Ich glaube zumindest, dass da ein Spawner war. Ich glaube, da war ein Spawner. Das werden wir gleich noch gucken, aber erst. Oh, ich sollte was essen. Wenn jetzt ein Zombie kommt, dann bin ich hinüber. Alles noch Clay. Clay brauchen wir auch noch ganz viel. Für die ganzen Monumente. Von dem her nehmen wir das mal mit. Das
So, jetzt gucken wir mal, ob da wirklich ein Spawner war. Wo kommst denn du her? Wo kam der jetzt her plötzlich? Da muss ein Spawner sein. Da muss eindeutig ein Spawner sein. Aber noch sehe ich nichts. Wow! Wow, hier! Da muss ein Spawner sein. Alter! Wie viele da waren? Ein Skelettenspawner ist halt natürlich schon geil. Muss jetzt nur aufpassen. Ja, da ist einer. Da ist einer. So, haben wir einen Skelettspawner entdeckt. Unglaublich. Hier geht's runter. Okay. Hier machen wir auch mal noch eine Fackel. Wow. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich hier unten? Weiß es noch einer? Kisten suchen, glaube ich. Da ist auch noch eine. Wines. Autsch. Boah, jetzt dachte ich, ich falle hier noch tiefer. Hä, was ist da? Geht's da raus? Ne, Junkfehler. Okay, eigentlich brauchen wir unbedingt Zuckerrohr. Aber ich habe noch keins gefunden. Dann gehen wir weiter runter. Vielleicht findet man da noch irgendwelche Kisten. Da ist auch noch eine. Und jetzt haben wir keine Fackeln mehr. Boah, da ist ein Spinnenschacht. Warum hast du denn da auch immer Spawner? Alter! Hä? Oh. Hatten wir ja ein ganz klein bisschen Luck. Ich hab so ein bisschen, so ein ganz klein wenig. Ah, hier Holz. Holz! Das vergesse ich manchmal immer, dass wir ja hier unten doch Holz haben. So. Aus den Minenschächten kann man wirklich gut Holz farmen. So, wir haben wieder ein paar Torches. Gehen wir hier mal weiter. Ups. Nach unten.
Oh, wir haben fast das ganze Endportal frei. Doch, warte. Ja. Stirb. Ah, ich dachte, an die Tür komme ich schon dran. Fackel. Hier ist nichts. Im Moment. Ein bisschen aufregend für mich, also Stresstest Nummer 2. So. Hier sollte man unbedingt ausleuchten. Guck, da kommt nämlich schon wieder so einer. Boah, schnell gesaved, Alter. Super, nice. Da unten ist er. Den können wir einfach mal hauen hier. Und da ist noch Gold. Wir brauchen ja Gold für einen Goldapfel. Es heißt, wir sollten Gold farmen. Emerald, den nehmen wir auch mal mit. Ja, können dann schon nicht mehr vom Creeper zerstört werden. Ich muss gerade mal gucken, wo wir hier noch an Gold kommen. Hier. Natürlich ein bisschen riskant, weil es da ein bisschen dunkel ist. Aber ein bisschen ist ja gut. Okay. Wir haben noch ein bisschen Gold. Schaufel. Geht ein bisschen schneller, den Clay abzubauen, wie mit der Hand. Da ist auch noch mal ein bisschen Gold. Und da ist noch mal ein Zombie. Oh, der ist sogar ein Villager-Zombie. Egal. So, mehr Gold kriegt man hier aber, glaube ich, gar nicht. Vielleicht, wenn wir noch ein bisschen runtergehen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir werden hier noch Gold farmen. Ich brauche noch mehr Gold. Um, wofür denn? Ah, genau, um einen Goldapfel zu machen, weil da brauchen wir Goldblöcke. Ja. Und Goldblöcke kriegt man nicht so einfach. Hier, den Overpowered Notch Apple zu machen. Und dann müssen wir in Nether. Destroyer Gast with a Fireball. Den haben wir. Ah! Wir können eine Brewery machen. Okay, das war's aber von dieser heutigen Folge Minecraft. Captive. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Like. Bis zum nächsten Mal. Ciao.